Was geht ab, meine Überlebenskünstler, und willkommen zurück zu einem weiteren Nitrado-Tutorial-Video. In dem letzten Video haben wir uns angeschaut, wie wir den Spielerspawn verändern können. Heute schauen wir uns an, wie wir die Waffen komplett mit Attachments und vollen Magazinen spawnen lassen können. Bevor das Video jetzt aber so richtig losgeht, jetzt nochmal was in eigener Sache. Bevor das Video jetzt so richtig losgeht, möchte ich natürlich einmal Danke sagen direkt an Nitrado für ihre Partnerschaft. Sie haben es möglich gemacht, dass ich einen eigenen DayZ-Server habe. Sie haben mir einen zur Verfügung gestellt als Support für mich, damit ich es für euch modden kann. Aber Nitrado-Server sind natürlich nicht nur gut, um sie zu modden, sondern ihr findet natürlich auch die verschiedensten Spiele. Von Minecraft bis hin zu Arma 3, von DayZ bis hin zu Ark. Schaut doch da einfach mal vorbei, vielleicht findet ihr ja den geeigneten Server für euch. Den Link auf die Nitrado-Seite findet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Um jetzt natürlich komplett durchzustarten und zu sagen, okay, wir wollen die Waffen jetzt mit allen Attachments, mit allen Aufsätzen und mit Schalldämpfer und spawnen lassen, gehen wir natürlich erstmal wieder auf unsere Nitrado-Seite. Wir brauchen nämlich zwei Dateien dafür und da klicke ich mir mal ganz kurz rein und Offline Generous Plus, und dafür brauchen wir einmal die Spawn Enable Types. Die laden wir jetzt einfach mal kurz runter, das Ganze speichern. Und natürlich für die vollen Mechs, die wir jetzt später auch noch machen werden, müssen wir einmal in den DB-Ordner rein und da laden wir uns einmal die Types runter. Wenn wir das Ganze gemacht haben, dann können wir natürlich unsere Nitrado-Seite wieder minimieren oder schließen, je nachdem, wie ihr das haben möchtet. Und ich habe das Ganze jetzt mal hier schon vorbereitet. Hier haben wir einmal die Types und einmal die Spawn Enable Types. Die zwei brauchen wir, um die Waffen mit kompletten Attachments spawnen zu lassen und einmal, dass die Mags komplett voll sind. Dafür brauchen wir die Types. Und wir machen es genauso, wie ihr es jetzt schon kennt. Wir öffnen einfach mal entspannt Notepad++ und werfen hier jetzt einmal die Spawn Enable Types rein. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir suchen jetzt ganz entspannt die M4A1. Hier ist es schon vorbereitet. Da drückt ihr einmal auf Enter. Falls ihr nicht wisst, wie ihr reinkommt, einmal Steuerung F. Dann öffnet sich diese ganze Konsole und dann könnt ihr nach Sachen suchen. Jetzt drücke ich da einmal kurz Enter und wir springen gleich auf die M4. So, und wenn wir jetzt gerade bei der M4 sind, schauen wir uns jetzt mal diesen Block von der M4 einfach mal genauer an. Das ist der ganze Block hier. Um das Ganze jetzt mal ein bisschen besser zu verstehen, gehen wir jetzt mal auf die einzelnen Steps ein. Also auf jeden einzelnen Schritt hier, was hier genau steht und was das Ganze auch wirklich bedeutet. So, wir fangen jetzt einfach mal ganz oben an. Das wäre hier Attachment Chance 1.00, Item Name, M4, OEB, Butterstock, also das wäre so gesehen die Schulterstütze in dem Fall, auch wieder eine Chance von 100%. Wichtig zu verstehen ist, dass diese Chance, also dieser Wert hier oben, diese 1.00, bedeutet 100%. Wenn hier jetzt zum Beispiel 50 drin stehen würde, ich ändere das einmal ganz kurz ab, dass ihr das auch seht, wenn ich da jetzt 50 eintragen würde, ist es eine 50%ige Chance, dass dieses Item auf der Waffe spawnt. Ich hoffe, ihr konntet mir bis dahin jetzt folgen. Es ist nicht wirklich kompliziert, wenn man es einmal verstanden hat. Jetzt in dem Falle wäre es eine 50%ige Chance, dass die Schulterstütze an der M4 spawnt. Ihr fragt euch jetzt sicher, okay, was ist dann das hier für ein Wert? Da steht ja jetzt rein theoretisch 100% drin. Diese 100% brauchen wir, wenn wir später sagen, okay, die M4 soll mit mehr als nur einer Schulterstütze spawnen. Es gibt ja verschiedene Schulterstützen im Spiel und wenn ihr die hier hinzufügt, dann gibt ihr so gesehen dem Spiel die Möglichkeit, dass die M4 auch mal mit einer anderen Schulterstütze spawnt. In dem Fall wäre sie natürlich nur diese Plastik, glaube ich, ist es sogar, diese Plastik-Schulterstütze. Nur die spawnt jetzt zu 100%, wenn natürlich ein Attachment auf dieser Waffe spawnt. Wir haben ja jetzt 50% eingetragen. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir tragen hier wieder die 100% ein, also wir machen 1.00, dann wird zu 100% dieses Attachment auf der Waffe spawnen. Da gibt es keinen Weg drumherum. Es sei denn, ihr habt hier irgendwie einen Schreibfehler drin oder so, dann kann es gut möglich sein, dass die Waffe wieder nackt spawnt. Ich hoffe, bis hierhin ist es so einigermaßen verständlich. Wenn nicht, wie gesagt, schreibt mir wieder in die Kommentare rein. Ich versuche natürlich auf jeden Kommentar einzugehen und dann kriegen wir das Problem auf jeden Fall gelöst. In dem Falle hätten wir jetzt einmal die Schulterstütze abgedeckt. Jetzt gucken wir mal einen Spalt weiter. Hier haben wir nämlich den Handgriff. Und hier ist es dieser Plastik, dieser Standard schwarze Plastikhandgriff und der spawnt auch zu 100% und es spawnt auch zu 100% nur dieser Handgriff. Wenn wir jetzt wieder weiter runtergehen, haben wir die Attachments von den Visieren.
Wir haben hier jetzt mal standardgemäß zwei Visiere. Ich verstehe auch gar nicht, warum das bei dem Originalen hier überhaupt zwei sind. Ich war immer der Meinung, da steht nur eins drin. Aber jetzt haben wir die Attachment Chance von den Visieren. Ganz easy, ihr seht es ja hier wieder, die Attachment Chance, dass auf jeden Fall ein Scope spawnt auf der Waffe, ist zu 100%. Das bedeutet, eins von denen wird auf jeden Fall spawnen. Und in dem Fall ist jetzt natürlich das beste Beispiel, das BUI Scope hat eine Chance von 50% drauf zu spawnen und das Carry Handle Optic hat 100%. Das würde in dem Fall jetzt bedeuten, dass wenn die M4 spawnt, werdet ihr definitiv, also ich gehe jetzt mal davon aus, zu 80-90%, dass dieses Visier auf jeden Fall auf der Waffe drauf ist. Wenn ihr das Ganze natürlich dynamischer haben wollt, dann müsst ihr natürlich eins ändern, und zwar von der M4 Carry Handle Optik müsst ihr da auch eine 50 reintragen. Dann habt ihr bei beiden Waffen, oder besser gesagt bei der M4, die Chance zu 100%, dass auf jeden Fall ein Visier drauf ist, aber zu 50%, dass es das BUI-Scope ist, oder zu 50%, dass es dieses Handle-Optik ist. Das bedeutet, ihr findet eine Waffe, oder sagen wir mal, ihr findet zwei M4s. Es kann sein, dass bei der einen M4 das Carry-Handle-Optik drauf ist und bei der anderen, die genau nebendran liegt, ist dieses BUI-Scope. Dadurch habt ihr einfach mal ein bisschen mehr Dynamik mit drin und man findet nicht immer dieselben Waffen mit denselben Attachments. Jetzt haben wir natürlich in dem Punkt, haben wir die Attachments abgegrast. Und jetzt kommen wir zu den Magazinen. Den einen oder anderen wird es auf jeden Fall mega freuen jetzt. Habe ich auch schon in den Kommentaren gelesen, dass ihr wissen wollt, wie die Waffen erstens einmal voll mit Mag spawnen und natürlich mit dem Mag spawnen. Und dem einen oder anderen, wenn ihr das oben jetzt hier verstanden habt, wird euch natürlich jetzt gleich auffallen, dass hier eine Chance besteht von 30%, dass diese Waffe mit einem Magazin spawnt. Um das Ganze jetzt natürlich wieder aufzuwerten und zu sagen, okay, nein, hey du, ich möchte auf jeden Fall, dass meine M4 mit einem Magazin spawnt, tragt ihr hier natürlich wieder 100% ein. Jetzt habt ihr dem Spiel natürlich wieder gesagt, du pass auf, ich möchte, dass die M4 eine Chance von 100% hat, dass sie auf jeden Fall mit einem dieser Mags geladen ist. Und dass die natürlich auch so gespawnt, ganz klar. In dem Falle wäre jetzt eine Attachment Chance von einem 30er Mag bei 100%. Die 20er Max, die 10er Max, die sind jetzt nicht wirklich interessant, es sei denn, ihr habt irgendwie eventmäßig was vor. Letztendlich braucht man die eigentlich überhaupt nicht. Es ist schön, sie zwar zu haben, aber wenn ihr natürlich viel Action drauf auf dem Server haben wollt, dann ballert da 30er, 40er und 60er Max rein und dann passt es. In dem Falle haben wir hier eine 70er und 50er prozentige Chance, dass ein 10er Max oder ein 20er Max spawnt. Ein 40er Mag ist natürlich schon sehr rar, würde ich jetzt mal sagen, schon relativ selten eingestellt hier. Das hat eine 15%ige Chance, dass diese Waffe mit einem 40er Mag spawnt. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte ein 30er Mag oder ein 40er Mag, haben wir genau dieselben Einstellungen wie jetzt auch bei den Attachments oder bei den Visieren. Da sagen wir, okay, alles klar, ich möchte ein 40er Mag zu 50% in der Waffe haben. Und ein 30er Mag möchte ich auch zu 50% haben, dass einfach ein bisschen Dynamik mit ins Spiel reinkommt. Und wenn ihr sagt, ihr braucht das 20er und das 10er Mag nicht, dann tragt ihr hier einfach eine 0 ein. Dann wird die M4 auch nicht mehr mit diesen Magazinen spawnen. In dem Falle wären wir jetzt eigentlich schon fertig mit den Attachments. Ich habe jetzt nur noch kurz was vorbereitet, weil natürlich auch den einen oder anderen interessiert, wie sieht denn das aus, wenn wir sagen, okay, ich möchte jetzt aber noch einen Schalldämpfer drauf haben, ich möchte andere Visiere drauf haben, wie kann ich das Ganze machen? Und da habe ich nämlich was vorbereitet und das habe ich ein bisschen separiert hier oben. Das habe ich jetzt direkt aus meinem Server herausgenommen, um euch das Ganze mal bildlich zu veranschaulichen, wie das dann aussieht. Ich ziehe jetzt einfach mal die Types oder die Spawn-Enable-Types hier rein. Und das ist jetzt so gesehen der Balken, was die M4 beinhaltet. Ihr seht hier auch wieder, ich habe eine Attachment Chance von 100%, dass die Schulterstütze da ist. Ich habe eine Attachment Chance von 100%, dass der Handgriff da ist. Und ich habe eine Attachment Chance, damit ein Visier drauf ist. Was ihr jetzt natürlich hier auf jeden Fall merken werdet, ist, dass hier natürlich ein Spalt dazugekommen ist. Und das ist nämlich der M4 Suppressor. Wo ihr diese ganzen Namen herkriegt, wie diese ganzen Gegenstände heißen, egal welche Attachments, ob das jetzt Scopes sind, ob das jetzt Schalldämpfer sind, ob das Schulterstützen, Handgriffe sind, das findet ihr alles in den Types-Dateien. Da steht natürlich jeder einzelne Gegenstand drin. Ihr kopiert euch einfach nur da den Namen raus und trägt den hier ein.
Um das zu veranschaulichen, mache ich das jetzt einfach mal. Ich nehme jetzt hier den M4 Suppressor einfach mal raus, kopiere das Ganze mit Steuerung C und gehe jetzt mal auf unsere originale Types-Datei, Spawn Enable Types, tut mir leid, und sage, okay, pass auf, ich möchte jetzt zum Beispiel gar kein Visier haben. Ja? Dann kann ich das einfach hier rauslöschen, nimm das einmal raus und setze jetzt hier bei BUIS Optik, setze ich jetzt einfach den Schalldämpfer mit ein, M4 Suppressor. Hat natürlich eine Attachment Chance von 100, hat aber nur eine Chance, dass es auch dieser Gegenstand ist, von 50%. Um hier natürlich sicher zu gehen, sage ich, okay, ich möchte, dass dieser Gegenstand definitiv auf meiner Waffe spawnt. Somit habe ich das jetzt geändert und habe dem Spiel gesagt, du pass auf, ich möchte, dass die M4 spawnt mit einer Schulterstütze zu 100%, Handgriff zu 100%, einem Schalldämpfer zu 100% und natürlich mit zwei verschiedenen Mags zu 100%. In dem Falle würde jetzt natürlich ein Optik fehlen. Um das Ganze jetzt noch hinzuzufügen, dass ihr trotzdem ein Optik habt, aber trotzdem den Schalldämpfer, da kommen wir jetzt drauf. Ich lösche mal ganz kurz alles wieder raus, was wir getan haben und jetzt haben wir natürlich die Standardwerte wieder drin. Was ihr machen könnt, ist relativ simpel. Ihr kopiert euch jetzt hier einfach mal. Wichtig ist natürlich, dass Attachments mit den Klammern und den Pfeilen ganz unten steht. Das kopiert ihr jetzt einmal raus und geht bis hin zu Attachment Chance 1.00. Kopiert das Ganze raus mit Steuerung C, drückt hier ganz am Ende einmal Enter und geht einmal komplett zurück und drückt dann Steuerung V. Dass ihr das so gesehen einfach nur Copy-Paste, ihr habt das Ganze reinkopiert. Jetzt haben wir zwar zwei Handgriffe hier, aber das ändern wir gleich noch. Und in dem Falle geben wir jetzt ein diesen M4 Suppressor. Und das kopieren wir jetzt einmal raus. Und kopieren uns das Ganze jetzt einmal hier rein. So, mit Steuerung V. Und jetzt haben wir dem Spiel gesagt, okay, es soll alles spawnen, auch die Optics mit einem Schalldämpfer und. Das heißt, jetzt habt ihr die Waffe eigentlich von Attachments her komplett voll. Arg viel mehr könnt ihr eigentlich gar nicht mehr dran klatschen. Das Einzige, was vielleicht noch gehen würde, wäre ein Bajonett. Aber das Bajonett geht nicht drauf, wenn der Schalldämpfer auf der M4 ist. Da müsst ihr das Ganze ein bisschen berücksichtigen. Das heißt, wenn ihr ein Bajonett gespawnt haben wollt an der Waffe, müsst ihr den Schalldämpfer abmachen. Dann spawnt es auch mit dem Bajonett und andersrum natürlich genauso, wenn ihr das wieder verändern möchtet. Ich hoffe, bis hierher ist es jetzt so weit und klar mal verständlich, wie das Ganze hier funktioniert, dass diese Attachments auf jeden Fall auf den Waffen spawnen. Jetzt schauen wir uns das Ganze einfach mal entspannt an und sagen, okay, ich möchte jetzt kein Carry-Handle-Optik haben, sondern ich möchte das neue 6-fach-Zoom-ACOG drauf haben. Ich glaube, das heißt so. Jetzt springen wir einfach mal wieder auf unsere Nitrado-Seite und gehen mal in die Types-Dateien rein. Ich öffne das Ganze jetzt mal direkt über Nitrado, also nicht erschrecken, ich mache das jetzt nicht direkt in Notepad++, aber ich weiß halt, dass dieses Optik direkt hier oben steht, deswegen brauche ich es nicht wirklich suchen. Und das geht aber wirklich mit jedem Gegenstand oder besser gesagt mit jedem Aufsatz, den ihr in den Types habt. Um das Ganze jetzt natürlich hier rauszukopieren, machen wir es uns ganz einfach. Wir gehen hier auf den Namen ACOG Optik -6X. Oder sechsfach, je nachdem wie man es aussprechen möchte, und kopiert sich oder markiert sich natürlich jetzt den ganzen Namen. Ganz wichtig, keine Gänschenfüßchen oder keine Zeichen mit rein kopieren, sondern ausschließlich den Namen. Und wir kopieren den jetzt einfach mal raus, drücken rechte Maustaste auf Kopieren oder mit Steuerung C und gehen jetzt wieder auf unsere Spawn Enable Types. Und sagen, okay, ich möchte den Carry Handle Optik nicht haben. Ich möchte das Ganze ersetzen mit dem ACOG 6-fach Zoom, markiere mir jetzt natürlich dieses Visier und drücke wieder die rechte Maustaste und drücke auf Einfügen. Was natürlich auch geht, ist mit Steuerung V, wäre auch Einfügen, aber um es zu veranschaulichen, mache ich es mit der Maus. Jetzt haben wir das ACOG Optik 6-fach Zoom hier drin stehen. Das bedeutet, wir haben dem Spiel jetzt gesagt, du pass auf, ich möchte, dass die M4 zu 100% mit einem Visier spawnt. Aber wir haben eine 50%ige Chance, dass es mit dem BUIS Scope spawnt oder mit dem ACOG Optik 6-fach. Und in diesem Fall könnt ihr natürlich alles genau so weitermachen. Also ihr könnt jetzt sagen, okay, du, ich kopiere mir das Ganze jetzt mal raus, gehe wieder ganz zum Schluss, drück einmal Enter und drück mich hier einmal komplett nach hinten und kopiere mir das Ganze jetzt hier nochmal ein. Jetzt habe ich natürlich zweimal das ACOG hier drin stehen. Das macht natürlich keinen Sinn. Wenn ihr jetzt natürlich noch ein anderes Visier haben wollt, haben wir genau denselben Schritt wieder. Das bedeutet, wir gehen wieder auf unsere Nitrado-Seite und nehmen jetzt einfach mal das Standard ACOG-Optik-Visier.
markieren uns das Ganze, kopieren uns das Ganze, gehen wieder zu Notepad++, markieren uns hier einmal das Sechsfach-Scope und fügen das Ganze jetzt einfach wieder hier hinzu. Jetzt haben wir dem Spiel gesagt, wir wollen 3 verschiedene Optics drauf haben und dann wird es auch dementsprechend so spawnen. Worauf ihr nur aufpassen müsst, ist natürlich hier die prozentuale Chance, wie es spawnen kann. Das heißt, ich bin wirklich am besten bis jetzt damit gefahren zu sagen, okay, ich nehme 100% als maximalen Wert und sage, okay, es geht ja nicht, weil wir haben jetzt hier einmal 50%, 50% und 50%. Das würde bedeuten, wir wären jetzt schon bei 150%. Es funktioniert, glaube ich, auch so, also es gibt keine Probleme, aber um es einfach besser zu verstehen, habe ich mir den Wert 100% immer als Maximalwert genommen. Das bedeutet, ich habe zum Beispiel das Sechsfach-Scope auf 40 gestellt, habe dann das BUI-Scope auf 30 gestellt, habe jetzt einen maximalen Wert von 70, also 30 plus 40 und kann dann sagen, okay, das ACOG-Optik soll einen Wert von 30% haben. Somit habe ich jetzt natürlich einen Maximalwert von 100% und kann dann wirklich sicher sein, okay, die M4 spawnt auf jeden Fall mit einem dieser Visiere. Ich hoffe natürlich, dass es bis jetzt auch relativ verständlich ist. Wie gesagt, falls irgendetwas unklar sein sollte, ab in die Kommentare damit. Freue mich auf jeden Fall über jeden Kommentar. Ich gehe auch auf jeden ein. Ich hoffe, das habt ihr beim letzten Mal gemerkt. Ich helfe, wo ich kann. Und soweit wären wir jetzt eigentlich schon mit den Attachments durch. Im selben Stile wäre das jetzt natürlich nicht nur mit den Optics so, sondern natürlich auch mit den Handgriffen und mit den Schulterstützen. Ihr sucht euch einfach bei Nitrado die Schulterstütze aus, kopiert das Ganze da raus. Kopiert ihr euch hier eine Zeile und fügt das Ganze wieder hinzu. So wie wir es jetzt mit den Scopes gemacht haben, könnt ihr das natürlich auch mit den Mags machen. Das könnt ihr mit dem Handgriff machen und natürlich mit der Schulterstütze. Somit haben wir dem Spiel gesagt, ich möchte, dass die M4 zu 100% mit allem spawnt, was ich haben möchte. Jetzt würde ich sagen, jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, wie können wir das machen, dass die Magazine voll spawnen. Und das hört sich komplizierter an, als es ist. Es ist wirklich tatsächlich total easy. Ich lösche jetzt oder ich schließe jetzt einfach mal hier kurz bei Notepad++ die ganzen Sachen raus. Und für die Mags brauchen wir nämlich die Types-Datei. Und die Types-Datei schmeißen wir jetzt einfach mal da rein und drücken Steuerung F. Um zu verstehen, dass es nicht an der M4 liegt, dass die Magazine nicht voll spawnen, sondern an den einzelnen Magazinen. Das müsst ihr auf jeden Fall wissen. Das bedeutet, wir suchen jetzt nicht nach der M4, sondern wir sagen, wir suchen jetzt das Mag. Und wir geben jetzt einfach mal nur Mag unten Strich ein und drücken mal auf Enter. Da kommen wir jetzt zum Beispiel bei der VSS raus. Das spielt überhaupt keine Rolle. Wir gehen da jetzt einfach mal kurz durch. Jedes Mal, wenn ihr Enter drückt, springt ihr natürlich eins weiter. Und hier haben wir Mag Standard 30. Das ist das M4 Mag, was ihr für die M4 oder auch für die AUG AX benutzen könnt. Und in diesem Feld müssen wir jetzt natürlich etwas bearbeiten, dass das Magazin auf jeden Fall voll spawnt. In diesem Fall müsst ihr 2 Werte verändern, und zwar einmal von Quant Min und einmal von Quant Max. Diese 2 Werte zeigen eigentlich an, wie voll soll dieses Magazin sein und wie leer soll es maximal sein. Das bedeutet, Quant Min ist der Wert, wie gering soll dieses Magazin geladen sein? Diese Werte sind auch nur in Prozenten. Also denkt nicht dran, dass das jetzt hier 50 Kugeln sind und minimal 5 Kugeln. In dem Falle wäre das Mag zu 5% auf jeden Fall geladen und Maximum, was man dieses Magazin finden kann, wären 50%. Das bedeutet, wenn wir jetzt ein 30er Mag haben, sind 50% 15 Kugeln. Die Hälfte von 30, ganz klar. Um das Ganze jetzt natürlich zu verändern und zu sagen, okay, die Magazine sollen ausschließlich nur komplett voll spawnen, müsst ihr oder ist der beste Weg zu sagen, okay, ich mache bei Quantin Min, lösche ich die 5 raus und setze eine 99 rein, weil wir ja wieder den maximalen Wert von 100% haben. Den Quant Max wäre dann in dem Falle 100%. Das bedeutet, das Magazin ist auf jeden Fall zu 100% voll geladen, also man kann es komplett voll finden und minimal findet man 99%. Das bedeutet, es kann sein, dass mal eine Kugel fehlt, aber das sollte im Großen und Ganzen eigentlich keinen Unterschied machen, ob da jetzt eine Kugel fehlt oder nicht
Um das Ganze jetzt natürlich ein bisschen interessanter und dynamischer zu gestalten, könnte man sagen, okay, ich möchte nicht, dass die Magazine ausschließlich, also wirklich alle Magazine komplett voll sind, sondern ich möchte da schon ein bisschen Dynamik drin haben. Dann könnte man sagen, okay, ihr geht auf Quant Min. Also das heißt, wie gering oder wie leer soll das Magazin auf jeden Fall sein? Dann löscht ihr hier die 99 wieder raus und sagt, okay, das Magazin soll minimal auf jeden Fall 20% geladen sein. Das bedeutet, dass Spieler, wenn sie Glück haben, finden sie auf jeden Fall ein komplett volles geladenes Magazin. Aber es kann natürlich auch sein, dass sie jetzt, sage ich mal, nur 30%, 20%, 50% volle Magazine finden. In dem Fall haben wir jetzt so gesehen dem Magazin gesagt, oder besser gesagt dem Spiel gesagt, du pass auf, ich möchte, dass die Magazine auf jeden Fall zu 100% geladen sind, wenn wir natürlich hier, ich lösche das nochmal raus, eine komplette 99 drin haben und maximal 100. Das bedeutet, die spawnen wirklich nur noch voll. Und da ihr in den Spawn Enable Types eingegeben habt, dass eure M4 so oder so mit einem Magazin spawnen soll, also eine Attachment Chance von 100%, werdet ihr auf jeden Fall eine M4 finden mit einem Magazin und diesen ganzen Attachments. Und in dem gleichen Zuge ist natürlich, weil wir hier in den Types-Dateien die Magazine bearbeitet haben und gesagt haben, die sollen nur voll spawnen, werden die Mags auch in den Waffen nur voll sein. Ist alles immer ein bisschen einfacher, als man denkt, wenn man natürlich die einzelnen Werte hier verstanden hat. In dem Falle wären wir eigentlich schon wieder am Ende von den Magazinen. Arg viel mehr kannst du hier gar nicht mehr einstellen. Diese zwei Werte hier, die sind eigentlich da, damit das Magazin voll spawnt oder halt auch nicht. Liebe Leute, wir wären dann eigentlich auch schon wieder am Ende von diesem Video. Wir haben jetzt diese zwei Themen durchgemacht. Wir haben einmal die Spawn-Enable-Types bearbeitet und gesagt, die Waffen sollen komplett mit ihren Attachments spawnen. Und wir haben einmal die Types bearbeitet, dass wir den Magazinen gesagt haben, hey, Freundchen, du sollst nur noch zu 100% spawnen, also komplett voll. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr als nächstes im Video sehen möchtet. Würde mir natürlich sehr helfen, so ein kleiner Leitfaden, was ihr denn unbedingt wissen möchtet, dann kann ich das Thema nämlich aufgreifen. Ansonsten, wenn nichts kommen sollte, werde ich einfach Schritt für Schritt so weitermachen, bis ihr natürlich irgendwann euren eigenen Server modden könnt. Wenn es euch gefallen hat, schreibt mir natürlich einen Kommentar, gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es geholfen hat. Und in diesem Sinne, liebe Leute, bleibt geschmeidig. Bis zum nächsten Mal.